Versteinerte Gesichter. Oscar Pistorius' Familie ist betroffen. Der Sportler wird wegen vorsätzlichen Mordes an seiner Freundin angeklagt. Unter Eid gab der 26-Jährige an, nicht die Absicht gehabt zu haben, seine Freundin zu ermorden. Ich weise die Vorwürfe entschieden zurück. Wir waren sehr verliebt. Wir hätten glücklicher nicht sein können, heißt es weiter. Während der Paralympic-Star vor Gericht um seine Freilassung kämpft, wurde seine Freundin Reva Steenkamp beigesetzt. Der private Gedenkgottesdienst fand im südafrikanischen Port Elizabeth statt, wo Steenkamp aufgewachsen war. Dort herrscht Fassungslosigkeit. Wir sind heute hier, die ganze Familie. Es fehlt nur eine, Reva. Wir werden es schaffen mit Gebeten, das, was für sie gestanden hat. Der Kampf gegen Gewalt, gegen Frauen. Sie hätte es geliebt, dagegen zu kämpfen. Ich denke, Gott weiß jetzt, dass ihr Statement noch stärker ist als jemals zuvor. Wir werden uns an alles Positive erinnern und meine Schwester im Herzen behalten. Wir werden versuchen, damit weiterzumachen mit den Sachen, die sie gemacht hat. Oscar Pistorius hatte seine Freundin angeblich für einen Einbrecher gehalten. Es war dunkel, ich hatte große Angst. Da ich meine Prothesen nicht anhatte, fühlte ich mich verwundbar. Ich habe dann Schüsse auf die Tür abgegeben und geschrien. Die Staatsanwaltschaft wirft Pistorius vor, das Einbrecher-Szenario sei ein Teil seines Plans und plädiert weiterhin auf vorsätzlichen Mord und somit auf lebenslange Haft. Die Kautionsverhandlung ist auf Mittwoch vertagt worden.